Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X HD Remaster. Wir sind im letzten Part endlich im Tempel von Kilika gewesen und haben dort unsere Prüfung absolviert. Yuna besitzt jetzt nun ihre zweite Vestia, die auf den Namen Ifrit hört. Und mit diesen tollen Sachen in unserem Besitz, würde ich mal sagen, gehen wir jetzt endlich wieder zurück zum Pier und fahren weiter nach Luca. Aber vorher, ja, würde ich mal sagen, ist das eine gute Gelegenheit, mal die neue Vestia hier auszuprobieren. Erstmal muss ich aber sagen, geniale Beschwörungsanimation. Jawoll. Ja, und Ifrit hat eigentlich auch sogar einiges Interessantes drauf. Zum einen hat er erstmal wesentlich mehr Angriffskraft als Vafaris und ist ein rein feuerelementares Wesen. Das erkennt man ja auch daran, weil seine Fähigkeit hier eigentlich auch Feuermagie ist und er auch hier sogar eine Fähigkeit besitzt, sich gegen Feuer und Eis zu schützen. Ja, warum gegen Feuer? Das erkläre ich vielleicht sogar später mal, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt. Und dafür kann man nämlich eigentlich ziemlich gut, ja, wie ich finde, die Ekstase-Leiste mit steigern. Aber erstmal versuchen wir es mal hier auf diese Weise. So, das Ding hier wird erstmal wieder mit Kern spucken. Aua, tut ganz schön weh. Aber das soll mich ja weiter nicht stören. Denn, weil Ifrit ja auch ein feuerelementares Monster ist, also eine feuerelementare Bestia, ist er auf diese Weise sogar auch in der Lage, sich mit Hilfe von Feuermagie zu heilen? Werde ich mal so hier an diesem Beispiel zeigen. Ich spreche mal Feuer auf ihn selber. Und siehe da, wir werden ein wenig geheilt. So, das Vieh macht schon hier wieder Kernspucken. So, aber ich werde jetzt erstmal das hier anwenden, den Meteorit. Die Attacke ist zwar leider Neutral-Elementar, aber dafür verdammt mächtig. Oh, 257 Damage. Ja, aber ich glaube, ich rufe Ifrit doch mal lieber zurück, weil sonst kriegt er hier wohl doch ein bisschen zu sehr auf die Nuss, oder was? Oh yeah, auf jeden Fall. Also den hole ich mal lieber wieder zurück. Ich wollte ihn ja nur mal so ein bisschen hier in Einsatz zeigen und seine Ekstase-Leiste aufladen. Ich denke mal, da werde ich auch sowieso auch gleich mal dasselbe mit Vafaris machen. Sofern ich das jetzt hier nicht gleich sofort platt mache. Aber ich glaube mal, das wird nichts. Egal. Jetzt einfach mal sinnloses Hinauszögern bringt ja auch nichts. Also bringen wir das schnell hinter uns. So, hier noch ein bisschen Level up. Alles klar, gut. Gehen wir ein Stückchen weiter. Vielleicht haben wir ja beim nächsten Kampf ein bisschen mehr Glück, dass wieder so ein Kraut auftaucht. Von dem ich ja dann mit Vafaris ein wenig trainieren kann, aber sieht leider nicht so aus. Gut, wechsle ich mal kurz Kilos ein. So, und zack. So, der bringt nichts. So, aber ich kann ja mal Kimaria wieder mal ein bisschen hier mit ins Team holen, weil den habe ich ja in letzter Zeit ein klein wenig vernachlässigt. Damit er wenigstens auch mal ein bisschen Erfahrungspunkte dazu bekommt. So, und vernichtender Schlag. Perfekt. So, hier noch ein klein wenig Level-Ups und könnte ich eigentlich mal hier ein bisschen was machen, oder? Ja, oder? Ja, nee, warte mal, bei Titus habe ich ja gesagt, wollte ich ja 3 AP-Sphero-Level sammeln, damit ich ja hier runter zu Kraftbrecher kann, genau. Bei ihm bringt das also noch gar nichts. So, und hier bei Kimari ist eigentlich, glaube ich, noch nicht genug, oder? Nee, leider nicht. Schade. Aber immerhin, Lulu kann ich hier noch ein wenig weiterentwickeln, also mache ich das mal. Mensch, mir fällt gerade so auf, ich habe so wenig Kraftsphäroiden. Wieso eigentlich? Ist schon komisch. Na gut, weiter geht's. Yuna erlernt nochmal schnell hier Unheil. So, Waka. Ah, dem kann ich auch noch was beibringen. So, und zwar ein wenig Magie verstärken. Sollte ich eigentlich mal überlegen, ob ich Waka nicht vielleicht eigentlich zwischendurch auch mal hier so ein bisschen Zauber beibringe. Muss ich mal kurz gucken, kommt er mal so zwischendurch? Tatsache, er kommt hier so zwischendurch mal hier bei den Schwarzmagierfeldern vorbei. Wo er Feuer lernen kann und Eisra, Blitzra und ja und so weiter. Könnte er alles später erlernen, wenn ich vielleicht mal so daran vorbeikomme, aber es wird dann eben halt ein kleiner Umweg. Naja, keine schlechte Idee eigentlich.
Ich komme vielleicht mal sogar drauf zurück. Okay. Die sind schnell weg. Ich kann ja mal probieren. Bringt leider nichts. Na gut. Kimaris Trefferrate ist leider ein bisschen zu gering, aber mit Walkers ist es kein Problem. Der trifft alles. Ja, na bitte. Ist doch alles kein Problem. Und schon wieder eine Zeit für Ruinen. Ja, wie gesagt, ich sollte vielleicht mal, genau, wenn ich mit Tidus kämpfe, sollte ich vielleicht öfter mal jetzt lieber Krafthieb verwenden. So, und speichern brauche ich eigentlich noch nicht. Gut, und was ist mit dir hier? Ja, vorhin kam ein Medium namens Donner vorbei. Sie wollte auch aufs Schiff. Aha, gut. Ja, ist mir auch nicht, ist mir auch egal. So ein schönes Meer, aber Sinn lauert irgendwo da draußen. Wenn ich dran denke, wird mir ganz anders. Dann denk nicht dran. Mein Gott, was macht ihr hier bloß alle? Und was mit dir? Du liegst ja einfach nur voll herum, oder was? Wegen Sinn ist ganz Kilika total entmutigt. Wenn unser Team beim Turnier gewinnt, würde das die Leute aufmuntern. Ah. Verwirf mal diesen Gedanken sofort wieder. Was mit dir? Sinn ist die Strafe, die den Menschen auferlegt wurde. Wir können nichts tun. Wir können nichts anderes, als hier wurde die Media alles zu überlassen. Ach, echt? Leute, und hier ist dann zweiter auch nichts. Ah, hier repariert noch so ein Typ was. Aber der ist ein bisschen zu weit weg, den kann ich nicht anquatschen. Schade eigentlich. Na gut, macht aber nichts. So, was ist mit dir? Bürschchen, lässt du die Finger davon? Ach, die sind ja ein Kunde. Ja, hast du mich beim letzten Mal auch schon hier gesagt, aber ist auch egal. Dann kann ich jetzt erstmal hier ein bisschen Zeug hier verkaufen. Den Variomog. Den behalte ich lieber noch erstmal eine Weile. Blindschild, Schlafschutz. Oh, wann habe ich den denn eigentlich gehabt? Naja, kann ich ja nachher geben. So, Wanderschild brauche ich nicht. Geweihtenring, Giftschutz brauche ich auch nicht unbedingt. Exfoy-Schild, Not-Exfoy. Eigentlich eine nützliche Fähigkeit, aber... Ne, ich verkaufe die auch. Und den Ring der Finsternis ist ebenfalls weg. So, roter Reif ist alles da. Okay, Ausrüstung. Warte mal, hier muss ich gucken. Ausrüstung und automatisch sortieren. Wichtige Items ordnen und automatisch. Alles super. So, dann kann ich ja hier bei Walker mal kurz den Schlafschutz anlegen. Hat er wenigstens jetzt auch mal was. So, hier ist noch ein gewöhnliches Wappen. Roter Reif, Schlafschutz, Reisering. Ja. Lulu braucht ein anständiges Wappen, mit dem sie ja besseren Schutz hat. Okay, ich kann ja mal kurz gucken, ob hier vielleicht irgendwas Interessantes ist. Nur ein Wanderwappen mit HP plus 5%. Was eigentlich sinnlos ist. Lulu hat eigentlich schon viel HP. Sogar mehr als Tidus. Der einzige, der am wenigsten hat, ist momentan Kimari. Und Yuna dann am wenigsten hat ja hier, sehe ich gerade. Na egal. Noch das hier reparieren und dann geht's nach Luca. Ja, lass dir nicht allzu viel Zeit, wir wollen los. So, an Bord gehen. Off to Luca at last. The matches start soon as we get there. So rest up on the way, yeah? Jawohl. Also mal wieder eine Schiffsreise. Es geht weiter von Port Aquilica nach Luca. Ja, und ab Luca geht's dann rauf aufs Festland. Ist doch auch mal was Schönes. Mann, und schon wieder das gleiche wie auch auf dem letzten Schiff. Alle starren sie Yuna an, als wäre sie irgendein Tier im Zoo. Nicht zu fassen. Ja, und wir? Ja, sind erstmal hier alle, naja, wieder mal unter den Kabinen. Aber ich habe keinen Bock hier rumzusitzen, ich will mich hier ein bisschen bewegen. So,
Bald geht sie ans Eingemachte. Ich hätte gerne mehr trainiert. Ob das was geholfen hätte? Ja, das Mittel gegen Seekrankheit aus Kilika tut seine Wirkung. Naja, stimmt. Beim letzten Mal, da hat Bots ja ordentlich abgereiert. Ja, irgendwie fühle ich mich beobachtet. Ich denke mal, das sind die beiden Ladies da hinten in der Ecke. Mit den Typen aus Luca auf einem Schiff zu sein, macht die Sache nicht einfacher. Ja. Den Luca-Typen gerade werde ich eins überbra... ich meine, denen würde ich es gerne zeigen. Ey, nur nicht so schüchtern, also... Sag ruhig deine Meinung. Hey, du bist ja schnuckelig. Willst du etwas Spaß haben? Achso, Dieter hat das gesagt. Unsere Mädels hacken irgendwas aus. Oh, ich kriege Angst. Der Junge von den Aus ist doch echt süß, oder? Oh Mann. Passt lieber auf, Jungs, ihr werdet hier ausgecheckt. Ja, nichts hier raus hier und. Oh, die beiden auch hier? Mensch. Some people can be. Ja, seid doch selber schuld, macht sowas doch nicht in der Öffentlichkeit. Nehmt euch ein Zimmer. It might not mean much, but good luck in the tournament. Danke. Much, but... Ja, okay. Und was ist mit dem hier? Oh, der pennt. Best to let him sleep. Ja, okay. Von mir aus. They ask a fortune for rags in Besaid and Kilika. Well. Ja. My business is in shambles. What's an Oaka to do? I ask ye. Ja, ich weiß auch nicht. Say, nein? Ich geb dir kein Geld. Das hast du mich beim letzten Mal auch schon gefragt. Ich geb dir nichts. Mann. Okay. Ist also nichts wie raus hier. Sondern gehe ich erstmal hier schnell ins Kapitänsquartier, weil ich weiß ja, da ist nämlich noch etwas, was ich haben möchte. Und zwar das hier. Albed-Lexikon Band Nummer 5. So, Fortschritt in Albed. A wird zum E. So, ich bin absoluter Fan der Luca Goas. Und gegen meinen Favoriten kannst du einpacken. What's up? Damit uns nicht das gleiche Schicksal wie die CS Leaky ereilt, halten wir alle Augen offen. Wenn du auch nur das S von Sin siehst, sichten solltest, sag sofort Bescheid. Aye, aye, Captain. Verlass dich auf mich. Jawohl. Ja, es ist schon bald soweit. Okay, und was ist mit dir? Oh, ey. Ey, renn nicht weg. Sag mal, was bist du für einer? Bist du ein Stalker oder was? Alter, hallo. Red mit mir. Daneben nicht. Who are you supposed to be? Ah, I remember him. Guy from Kilika. Huh? You know, one of the Besaid Aurochs. Said something about winning the cup. Oh, right. You're that idiot. Don't call him that. But he is an idiot. They don't got what it takes to win the cup. Well, they do now that I'm here. Yes, they will win. He used to be the star player of the Xanarkand Aves. Yeah, as if anyone lived in those ruins. It's not ruins. There's a big city there. There is. Got too close to Sin and... There is a city, really. Right, whatever your ladyship says. Ja, so sieht's aus. Mann, ist ja nett, dass sie mich verteidigen wollte, aber trotzdem. Das war nicht unbedingt jetzt hilfreich. What's wrong? You seemed kind of mad back there. They were being rude and... I do believe your Xanarkand exists. I really do, you know? How come? Sir Jekt used to always tell me stories. It'd be great to see your home someday. I'd love to go there. Yeah. So, Yuna, wanna come over to my place? Right. Sure. As if I had a place to show her. Tja, ist halt traurig, nicht wahr? Und du hier? Immer noch? I do believe your Xanarkand exists. I really do, you know?
Ja, es gibt's ja auch, oder zumindest gab es ja mal. Danach hat Sin leider es ja kaputt gemacht. Dieses Jahr schaffen die es die Auras vielleicht weiter als sonst. Schließlich soll ja ein Spieler aus Senakent dazu gestoßen sein. Also nein, glaubst du den Schrott etwa? Natürlich nicht. Ich bin nur gespannt auf den Clown, der meint, er käme aus Senakent. Der steht zufällig neben euch, nebenbei bemerkt. Aber naja gut, das müsst ihr ja nicht wissen. Okay. Mir ist ja eigentlich ja noch aufgefallen, Wacker und Lulu sind ja hier oben noch gewesen. Was machen die da? Say something. You'll take responsibility. Relax, he's bound to know someone in Luca. And if not? He could always join a Blitz team. Anyhow, it's better than just leaving him in Besaid. What? Just leaving him in Luca? What do you want me to do? Yuno wants to make him a guardian. Oh yeah, geez. There's that too, eh? And whose fault is that? Not mine! It is mine, huh? Tja. Wenigstens sieht er es ein. Oh, was macht ihr denn hier draußen? Du scheinst mir doch nicht entgiftet. Geh lieber früh ins Bett. Hm, endlich sind die Goas in ihren Kabinen. Da fühlt man sich hier noch, sich doch viel freier. Ja, wenn du es sagst. Wacker ist zurzeit beschäftigt. Stör ihn lieber nicht. Ja, er quatscht damit Lulu. Because he's Sir Jack's son. Oh, right. Wait, you sure about that? He's really Sir Jack's son. It's hard to say, but Yuna seems to believe so. Okay. 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 That's all you have to say? Well, yeah, I mean, he's gotta decide for himself, yeah? Well, him and Yuna, I guess. You're right, for once. I wonder which is best. Ja, was wohl das Beste ist? Ich meine, Tidus hat ja, denkt ja schon langsam drüber nach, ob er vielleicht zu der Garde beitritt. Tell him he should? Should what? Become Yuna's guardian. Why me? Because Yuna can't. Why not? He hates his father. What he was, what he did. Do you really think she can possibly say to him, I want you to be my guardian, like your father was to mine? And you're being oversensitive. All right, all right. I'll try talking to him after the tournament. Be discreet. I know. It's his decision. Well, weiter? He doesn't like his father. Apparently, he told Yuna as much. Hating your own father, huh? Sounds like a luxury to me. I don't even remember my parents. Can't say how I feel about them. I was five then, so I remember mine a little. Damn it! Hmm? Sin just takes everything away from us. Ja, wirklich alles. Mann, das ist wirklich echt heftig. So, und mehr ist ja auch wirklich nicht von denen zu sagen. Go to bed, bud. Schlaf mal eine Runde. Ist alles klar, gut. Ich soll schlafen und du? I'm sorry. I need some. Ja, von mir aus. Ja, schön. Someone's bound to recognize you when they see your moves out there, huh? Ja, alles klar. Immer schön auffällig sein. Na gut. Ob das was hilft? Naja, aber momentan jetzt schlafen ist mir irgendwie gerade nicht danach. Und hier liegt ein Blitzball herum. Ich denke mal, es ist Zeit für ein wenig Training. Well, well. Trying to follow in my footsteps, are you? I usually charge for lessons, you know. That shot is done like this. You can't do it, kid.
But don't worry, my boy. You're not the only one. No one else can do it. I'm the best. Oh Mann, was für ein Angeber, ey. Aber dem werde ich's schon zeigen. Jack Special. Sobald Tidus zum Jack Special ansetzt, wird er von Kindheitserinnerungen geplagt. Bis Tidus zum Schutz ansetzt, sollten so viele Erinnerungen wie möglich verscheucht werden, damit der Jack Special gelingt. So, okay. Erinnerungen, die links oben erscheinen, werden mit Steuerkreuz links und X gleichzeitig verscheucht. Ja, Steuerkreuz oben, X gleichzeitig. Ja, unten rechts gleichzeitig. Ja, alles klar, so weiter. Erscheinen die Erinnerungen in der Mitte, sind diese mit dem einfachen Druck auf X verscheuchbar. Alles klar, Zeit zum Ausprobieren. Na gut, erstmal hier kleiner... Ja, gut, funktioniert. Nun hat's geklappt, jetzt geht's um die Wurst. Ja, es gilt nun gegen Jack anzutreten. So, okay, haben wir's geschafft? Habe ich genug gescheucht? Bitte? Und? Jawoll! Geschafft! Wir sind der beste Stürmer überhaupt. Tja. The best. Yeah, right. Huh? Whoa! What's that called? Doesn't have a name. Anyone can do it if they try. Show us one more time, yeah? Ja, wir haben es also geschafft. Ja, das war natürlich ein ziemlich guter Versuch, der uns ja auch hier gelungen ist. Sollte es mal misslingen, den Jack Special nicht zu erlernen, kann man später, sobald man ja hier wieder auf das Schiff rauf kann, es immer und immer wieder versuchen. Aber ansonsten, ja, würde ich natürlich empfehlen, es gleich beim ersten Mal hinzubekommen. So, und das hat ja auch zum Glück ganz gut geklappt, nicht wahr? Und, I knew it. I knew you were something special. Ja, danke, Mann. Das werde ich nachher Bots und Kipper erzählen. Die werden sich tot ärgern, weil sie nicht dabei waren. Ich mache mir Sorgen um das. Wenn er sich jetzt verletzt... Ja, keine Sorge. Wir sind eigentlich genug Mannschaften, dass wir locker einen auswechseln können. So, was mit dir hier? Oh, wenn Yuna anwesend ist, bin ich irgendwie aufgeregt. Oh, na gut. Ich bring sie mal schnell weg. That was the jacked shot, wasn't it? How do you know that? Sir Jack showed it to me when I was a child. He called it the sublimely magnificent Jack Shot Mark III. Huh. Stupid name, huh? You know what? There is no Mark I or Mark II, you know? My old man said the name Mark III was just something to hook the crowd. He said they'd come back every night expecting to see Mark I and Mark II. And they really did come back. I used to get so mad. Is he alive, you think? I don't know. But... Sir Jack was my father's guardian. So he's famous here, too? Yes. So, if anything happened to him, I should think word would get around fast. Uh-huh. What would you do if you found him? Who knows? I thought he died 10 years ago. Well... I'd probably just smack him one. After everything he put Mom and me through. And because he was famous, I was always... Well, you should know, Yuna. Hmm? Your father's famous too. Everyone in Spira knows him, right? Hmm. Ain't it tough? It is hard to follow in his footsteps as a summoner. Sure. But the honor of having a father like him
surpasses all that, I think. Well, there wasn't much to honor about my old man, that's for sure. You shouldn't say that about your father. I got the right. I guess you do. Ow! Show me that move again! Yo! I didn't think my old man would come to Luca. He never did like watching other people play. But I couldn't help feeling something bad was gonna happen. And these feelings of mine are usually right. Sure, I had told Waka I'd help him win the tournament, but I wasn't sure I had it in me to play at all anymore. Wird schon schief gehen. Jawohl. Okay, ich kann bis hierher speichern. Wunderbar, es ist sogar auch eine richtig gute Gelegenheit, um hier endlich mal den Part zu beenden. Ich nehme jetzt hier schon bereits seit über 26 Minuten hier auf. Deswegen würde ich mal sagen, es ist langsam mal Zeit hier. Ich bedanke mich mal wieder hier recht herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Final Fantasy X HD Remaster. Macht's gut, Leute, und bis dann. Ciao.